Für die Kugeln aus Holz brauchen wir ein paar Zweige, Weidenzweige oder irgendwas Biegsames, Draht, eine Schere und fang an, aus den Zweigen Ringe zu formen, die zusammennehmen und mit Draht am Ende befestigen. Den richtig schön fest umspannen, umdrehen, damit es nicht aufgeht. Davon brauchen wir jetzt die ganze 5 Stück. Weil die ersten beiden werden jetzt ineinander gesteckt und miteinander verbunden. Ein bisschen gucken, dass es mittig ist und eventuell hier einen rechten Winkel erreichen. Wenn das so rum nicht klappt, versuchen wir die so rum zu stecken. Also irgendwie so zu stecken, dass sie schon ein kleines bisschen Spannung von sich aus mitbringen. Dann hier über Kreuz. Befestigen. Ich vergesse gerne mal das Reden, wenn ich mich konzentriere. Und festmachen. Ebenso auf der gegenüberliegenden Seite. Wieder gucken, dass es ein klein wenig mittig wird. So. Und auch hier wieder schön straff miteinander verbinden. Und festmachen. Damit werden die ersten beiden Ringe festgemacht. Der dritte jetzt, der wird hier oben drüber gespannt. Da muss man gucken, dass man dann einen passenden hat, von der Größe her. So, das könnte so klappen wir es denn noch. Nee. Also wie gesagt, das muss man ein klein bisschen ausprobieren. Dass wir jetzt den hier relativ mittig wieder befestigen. Und das ist eigentlich das Aufwendigste überhaupt, die immer alle miteinander wieder zu verbinden, damit das Ganze Stabilität bekommt. So. Hier gegenüber. Noch ist es ein bisschen Ei, aber das und hier rum. Und wieder festmachen. Ich mache das jetzt hier an den kleinen Stellen auch mal. Das muss man jetzt nicht bei jedem machen. Auch ich möchte gerne, weil ich es auch nicht so oft gemacht habe, euch gern zeigen. Da möchte ich nicht, dass das jetzt richtig schief geht. So. Und so, wie man schon ein bisschen erkennen kann, so eine richtige Kugel will das bei mir nicht werden. Mal gucken, wenn es fertig ist, wie es aussieht. So, der nächste Ring wird jetzt quer übergespannt. Einmal so und hier unten auch nochmal. Das muss auch wieder befestigt werden. Jetzt wird das Ganze schon ein bisschen komplexer.
und immer wieder ein bisschen ausrichten, dass es ein bisschen wenigstens wie eine Kugel wird. Jetzt auch wieder im unteren Kreuz befestigen. Nochmal durchziehen und festdrehen. So, und die letzte, der letzte Ring kommt jetzt nochmal so drüber, auch wieder oben ans Kreuz ran und ein bisschen ausrichten. Den mache ich jetzt hier am Rand auch mit fest, damit ich es nicht verliere und es nicht gar zu sehr abdriftet. Dann wird er hier oben mit festgemacht. Und unten im Kreuz auch nochmal. So sieht in etwa jetzt unser Rohbau, will ich es mal gerne nennen, von unserem Kreis aus, von unserer Kugel aus. Jetzt brauchen wir die restlichen Stäbe noch und fangen da an. Das ist dann auch egal, wie lang die sind. So ein bisschen drunter zu fahren und den dann drüber zu legen über das Ganze. Und dann stecken wir ihn wieder drunter. So. Noch ein bisschen festhalten. Die ersten, die sind immer noch ein bisschen. So, dann den nächsten nehmen. Wieder irgendwo drunter stecken. Und hier wieder durch. Jetzt wieder ein drunter stecken. Und der geht jetzt hier wieder durch. Und das eigentlich die ganze Zeit so lang, bis eine richtig schön geschlossene Kugel wird. Wie gesagt, das ist so häufig, habe ich das auch noch nicht gemacht. Aber ich finde das eine sehr hübsche Deko-Idee. Und wenn man es bringt, ist es auch recht einfach zu machen. Wenn man was gar nicht hält, dann kann man gern mal einer kleinen Ecke mit Draht mit festmachen, wie ich es jetzt mal hier mache. Und ich denke, das Grundprinzip ist soweit klar. Und wenn es auch mehr ein Ei geworden ist, aber es ist eine Holzkugel.